Zwei Jahre nach dem Finanzcrash muss sich tatsächlich ein deutscher Banker vor Gericht verantworten. In Düsseldorf wird 2010 gegen Stefan Ortseifen, den ehemaligen Chef einer Mittelstandsbank, verhandelt. Eine Parallele zu Bankchef Dräger aus dem Film. Auch der muss sich am Ende einem Verfahren stellen. Doch schon vorher trifft ihn die Rache eines geprellten Anlegers. Selbstjustiz hat es nach der Finanzkrise tatsächlich gegeben. Eine Gruppe von Rentnern soll ihren Anlageberater entführt haben, um an ihr verlorenes Geld zu kommen. Der Crash von 2008 hat das Leben von Millionen Menschen ruiniert. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die globale Wirtschaft nie so dicht an den Abgrund gekommen wie an diesen Tagen. Es ging nur um den Profit. Das hat diese Finanzkrise angetrieben. Ein kollektives Versagen, das das System für immer veränderte. Die Wächter haben gepennt. Die Wachhunde haben noch nicht mal gebellt. Geschweige denn gebissen. Wir leben im korrupten Kapitalismus. Die Banken liegen mit der Regierung im Bett. Es ist ekelhaft. Milliarden an Steuergeldern musste die Politik zur Bankenrettung einsetzen. Es hätte gedroht, ich sag's vorsichtig, zumindest ein Teilzusammenbruch des deutschen Bankensystems. Bis heute kämpfen die geprellten Anleger um ihr Geld. Können Sie sich vorstellen, wie ein Gefühl ist, wenn plötzlich 15.000 Euro weg waren? Also es zog ihnen den Boden unter den Füßen weg. Hat sich etwas verändert? Wir machen den Test. Wie konnte es überhaupt zu diesem Mega-Crash kommen? Wer trägt die Verantwortung? Politiker, Banker, Anleger? Der größte Bankraub der Geschichte. Eine Spurensuche in drei Kapiteln. Schliersee in Oberbayern. Hier lebt der Orthopäde Gerhard Fleischner. Er hat gut verdient und einige Ersparnisse in ein Ferienhaus in den USA gesteckt. 1998 empfiehlt ihm sein amerikanischer Finanzberater, in einen US-Immobilienfonds zu investieren. Fleischner vertraut dem Berater $300.000 an. Er hat uns auch Zinsen versprochen zwischen 7% und 12%, weil eben das bezahlt wurde. Und das war so wirklich ein Run auf alle Immobilien. Insofern hatten wir keine Bedenken, dass das Geld verloren war. Um die Jahrtausendwende bauen die Amerikaner wie verrückt. Die Preise für Häuser steigen von Jahr zu Jahr. Der US-Immobilienmarkt boomt und das Geschäft verspricht große Gewinne. Banken und Börsen weltweit sind berauscht. Auch die deutschen Banken können den Verlockungen des US-Marktes nicht widerstehen. Selbst die kleine IKB, eine Mittelstandsbank aus Düsseldorf, will mitmischen. Bankchef Stefan Ortseifen eröffnet eine Filiale in New York. Wie Bankchef Dräger im Film. Die NWB macht den Sprung ins US-Geschäft. Wir gründen eine Filiale in New York. Das Ganze heißt New West German Holding. Okay. Wir schnüren da drüben Investmentpakete, die wir dann hier platzieren. Was glaubst du, was bei den Amis da drüben los ist? Die bauen Häuser, als wenn es kein Morgen gäbe. Ja, habe ich im Fernsehen gesehen. Aber wer soll denn das alles bezahlen? Wie der junge Banker Kreie im Film begleitet auch Sven Petersen damals den Aufbau der US-Geschäfte bei der Sächsischen Landesbank. Die Landesbanken sind um die Jahrtausendwende gezwungen, sich neue Geldquellen zu suchen. Nachdem die EU verboten hat, dass der Staat ihre Geschäfte absichert. Zum ersten Mal spricht Sven Petersen öffentlich über diese Zeit. Jeder wusste, dass die Uhr tickt. Dementsprechend mussten alle Landesbanken schauen, wie stellen sie ihr Geschäftsmodell neu auf. Und eine und vielfach präferierte Alternative war, in den US-Immobilienmarkt zu investieren. Mir hat das Spaß gemacht, nach Möglichkeiten zu suchen. Wie kann man sich alternativ aufstellen? Dementsprechend fand ich diese Strategie vertretbar. Die US-Immobilien hatten eine gigantische Wertentwicklung hinter sich und immer mehr sprangen auf den Zug. Und so ist das bei Blasen. Je weiter sie fortgeschritten sind, desto mehr wollen mitverdienen. Genau das ist da auch passiert. Und da waren gerade die Landesbanken dankbare Opfer für Anbieter von komplexen Finanzprodukten aus den USA. Und man hat das dann auch nicht so genau geprüft. Man hat sich gefreut, dass man auch irgendwo bei den Großen mitspielen konnte.
Die Politik hat dafür die Weichen gestellt. Sie will neue Produkte und Vertriebswege fördern, scheinbar unnötige Regeln und Kontrollen abbauen. Das Ziel? Die deutschen Banken sollen international wettbewerbsfähig werden. Jörg Asmussen ist damals die rechte Hand von Finanzminister Peer Steinbrück. Es gab damals in der Tat seit Anfang der 90er Jahre eine Deregulierungswelle in der Politik. Aber das ist an sich nicht falsch. Ja, das nennt man heute Bürokratieabbau. Wenn sie überflüssig sind, können sie in der Tat weg. Aber es gibt eben Regulierung, die in der Tat nicht überflüssig ist. Ich glaube, dass sie einen Schritt zu weit gegangen ist. Man muss versuchen, in der Mitte so ein Gleichgewicht zu finden. In dieser Zeit entstehen komplett neue Finanzprodukte. Im Film ist zu sehen, wie sich Martin Kreie und sein Chef von US-Investmentbankern verführen lassen. Es könnte sein, dass genau in diese Richtung die Zukunft des Finanzwesens besteht. In einer Kette von ineinandergreifenden Finanzprodukten, die den dauernden Kreislauf des Geldes sicherstellt. Ein Perpetuum mobile aus Geld. In diesen besicherten Schuldverschreibungen, sogenannten CDOs, bündeln die Investmentbanken die Rückzahlungsansprüche von hunderten Immobilienkrediten zu einem neuen Papier und verkaufen es an Großinvestoren weiter. Für beide ein gutes Geschäft. Die Ratingagenturen erklären es für so sicher wie Staatsanleihen, aber mit teils höherer Rendite. Dann fangen die Banken an, Hypotheken ohne Sicherheit zu vergeben. An Menschen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. So gerät das Kreditkarussell außer Kontrolle. Bei den US-Banken herrscht dank der neuen Produkte Partystimmung. JP Morgan, Deutsche Bank und Citigroup scheffeln Milliarden. Solange die Immobilienpreise steigen, sind die Papiere eine sichere Sache. Ausfälle kein Problem. Platzen die Kredite, können die Banken die Häuser einfach mit Gewinn verkaufen. Phil Angelides hat die Zeit des Booms am Immobilienmarkt für die Obama-Regierung aufgearbeitet. Als Chef einer Untersuchungskommission verhörte er monatelang die Beteiligten. Es war der Honigtopf, es war die Goldmine. Es war die größte Geldquelle, die die Amerikaner hatten. Lügenkredite, so nannte man das damals. Das ganze System beruhte auf Millionen betrügerischer und räuberischer Kredite. Die wurden dann neu verpackt und an Investoren auf der ganzen Welt weiterverkauft. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die großen Banken wussten, dass die Kredite, die sie weiterverkauften, faul waren. Aber obwohl sie das wussten, haben sie den Investoren erzählt, es sei hochwertiges Zeug. Das war die entscheidende Täuschung. Wenn man so will, war das der Betrug im System. Lawrence McDonald arbeitet damals als Händler bei Lehman Brothers. Er ist einer der wenigen, der über die Zeit spricht. Die Lehman-Manager seien damals wie berauscht vom Immobilienmarkt gewesen, erzählt er. Sie wollen um jeden Preis mit den anderen Banken mithalten. Dafür werfen sie alle Vorsicht über Bord. Uns Händlern wurde gesagt, geht höhere Risiken ein. Da wurde wirklich mit Milliarden gewettet. Lehman wurde zu einer Immobilienfirma, an der die Investmentbank nur noch dranhing. Wir haben diese Hypotheken nicht nur selbst vergeben, wir haben sie gleich selbst verpackt und an Investoren weiterverkauft. Wir waren wie ein Autobauer, dem auch noch die Stahlwerke gehören. Wir haben nicht nur den Stahl gekocht, sondern auch gleich noch die Autos mitgebaut. Das ist natürlich viel profitabler, aber wenn der Wind dreht, ist es tödlich, absolut tödlich. Um auch bei ihren Privatkunden Geld einzusammeln, das sie dann unter anderem in CDOs stecken können, denken sich die Banken immer neue Finanzprodukte aus. Wir bieten eine Wette an, auf die sich absolut biedere Menschen einlassen sollen. Deshalb nennen wir das ja auch nicht Wette, sondern Zertifikat. Zertifikate werden von den Banken letztlich gemacht, um Privatanleger mit einer schönen Story abzuzocken. Zertifikate sind aber Wetten auf Zeit, sind Derivate-Wetten und der Privatanleger spielt immer gegen die geballte Kompetenz der Bankenzentrale und er wird fast immer verlieren. In Deutschland kommen viele dieser Anleger aus Hamburg, insgesamt ein Viertel. Die meisten von ihnen sind Rentner.
Sie haben häufig Bares auf der hohen Kante. Wie Thomas Walde und seine Frau Regine. Als sie 2007 zur Citibank wechseln, bittet sie ihr Bankberater zum Gespräch. Die Geldanlagen im Depot müssten optimiert werden, soll der Berater gesagt haben. Er rät zu Lehman-Zertifikaten. Zertifiziert, das klingt auch für die Waldes gut. 8,75% Zinsen könne das bringen. Außerdem sei das Kapital hundertprozentig sicher, soll der Berater gesagt haben. Verlockend. Das haben wir erst hinterher erfahren, dass wir intern einen Spitznamen hatten. A- und D-Kunden, also Alte und Doofe. Das war nicht unbedingt höflich und zeigte auch, dass sie die Kunden nicht unbedingt lieben, aber dass sie sie so einschätzen, dass man sie gut ausnehmen konnte. Es gab noch eine zweite Bezeichnung, Leo-Kunden, leicht erreichbare Opfer. Der ehemalige Journalist und seine Frau investieren noch im Dezember 2007 45.000 Euro. Sie fühlen sich gut beraten und rechnen mit einer guten Rendite. Den Haken im Kleingedruckten des Prospektes entdecken sie zu spät. Das Hauptrisiko wäre ja wohl der Extremfall gewesen, Totalverlust des getätigten Investments. Ja, ja, aber das hat man nicht ernst genommen, weil der Berater immer gesagt hat, ihr Kapital bleibt erhalten. Das ist ja die Garantie. Ob sie dann Gewinne damit machen, steht in den Sternen. Das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall ist das Kapital sicher. Diese Sicherheit ist Regine Walde eigentlich am wichtigsten. Dass sie mit diesem Vertrag eine Wette eingeht, hat sie nicht gewusst. Das ist eben das Risiko solcher Wertpapiere, wenn ich da investiere. Teilweise haben wir da auch ein merkwürdiges Zwiedenken. Einerseits möchte man hohe Erträge haben. Andererseits glaubt man wirklich, der Kapitalmarkt schenkt diese hohen Erträge ohne entsprechende Risiken. Man ist im Grunde genommen da nicht konsequent. Wir wissen sonst im üblichen Leben, im Geschäftsleben, du kriegst nichts geschenkt. Auf Anraten ihres Beraters hat das Ehepaar Fleischner $300.000 in einen US-Immobilienfonds gesteckt. 2006 lesen sie besorgniserregende Meldungen. Der US-Immobilienmarkt gerät in Schieflage. Sie fahren nach Amerika, um mit ihrem Berater zu sprechen. Doch sein Büro in Bonita Springs in Florida ist verlassen. Das war genau der Zeitpunkt, wo es mit dem Immobilienmarkt kippte. Er war plötzlich nicht mehr da. Er ist abgehauen, sang- und klanglos. Und dann hat er sein Personal entlassen. Dann haben wir von ihm nichts mehr gehört. Und dann wussten wir, irgendwas stimmt nicht. Erste leichte Erschütterungen. Die meisten Anleger ahnen nicht, dass daraus ein schweres Beben am Finanzmarkt wird. Auch die deutschen Bankenchefs nicht? Die engagieren sich immer stärker am US-Immobilienmarkt. Nur wenige fragen, wie im Spielfilm, nach den Risiken. Es ist wirklich nicht kompliziert. Ich bin seit 30 Jahren im Finanzgeschäft und ich finde das kompliziert. Über 95% der Kredite fallen gar nicht erst aus. Dafür bürgen schon die positiven Ratings. Verdächtig positiven Ratings, würde ich sagen. Alle vertrauen damals blind auf die Noten der Ratingagenturen. Standard & Poor's, Moody's und Fitch bewerten die Papiere und lassen die Investoren glauben, dass die Finanzprodukte sicher sind. In Wahrheit bezahlen die Banken für die guten Noten der Prüfer. Die Ratings waren gekauft, daran gibt es keine Zweifel. Die Prüfungen wurden immer lascher, weil die Agenturen immer mehr Gewinn machen und Marktanteile erobern wollten. In jedem System, in dem Goldman Sachs oder JP Morgan oder Morgan Stanley für ihre Noten bezahlen, gibt es Druck, sich ihren Wünschen zu unterwerfen. Und genau das ist passiert. Eric Kolchinski ist damals Chefanalyst bei einer Ratingagentur. Vor der Untersuchungskommission von Phil Angelides enthüllt er, dass seine Firma wie am Fließband gute Zeugnisse ausgestellt hat. Schlechte Noten hätten weniger Aufträge bedeutet. In meiner ganzen Zeit bei Moody's durfte ich nur einen einzigen faulen Deal ablehnen. Das hat ihn trotzdem nicht verhindert. Die Bank heuerte einfach eine andere Agentur an und bekam die zwei Top-Noten, die sie wollte. Es war wie ein Schachspiel. Wir machten einen Zug, die Banker machten zwei Züge. An dem Punkt hätten wir Nein sagen müssen. Ihr seid nicht vertrauenswürdig, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Aber das konnten wir nicht. Also mussten wir weiterspielen und wir haben verloren.
kept losing. Die Ratingagenturen haben ja vielen dieser Produkte Bestnoten gegeben, also Sicherheiten wie Staatsanleihen, AAA, 3A, vielleicht auch 2A, also wirkliche Bestnoten. Das waren krasse Fehlurteile. Die haben sicherlich dazu geführt, dass sich viele Banken darauf verlassen haben, was ja auch leider zulässig ist im Gesetz, da müssen sie selber nicht mehr prüfen. Aber das war natürlich ein Riesensystemfehler und diese Ratingagenturen versagen auch heute noch regelmäßig. Im Jahr 2007 fallen die Häuserpreise weiter. Die Risse im System sind nicht mehr zu übersehen. Immer mehr Amerikaner können ihre Kreditraten nicht mehr bezahlen. Die ersten Anbieter für Hypotheken gehen pleite. Moody's stuft hunderte CDOs herunter. Das Beben beginnt. Es ist weltweit zu spüren, aber keiner reagiert. Auch Lehman Brothers nicht. Trotz Warnungen kauft die Bank immer mehr Schrotthypotheken. Das muss Lehman-Chef Dick Fuhl zugeben. Haben wir alles richtig gemacht? Ganz sicher nicht. Ich hätte unser ganzes Immobiliengeschäft dicht machen können und rückblickend betrachtet auch dicht machen sollen. Lawrence McDonald erlebt damals im Handelsraum bei Lehman Brothers, wie immer mehr Kollegen gegen die Chefetage rebellieren. Der Kern von Lehman Brothers war nicht verdorben. Dort lag die ganze Schönheit. Die Bank stank vom Kopf. Es gab eine Gruppe von Revoluzern, die vor dem Abschwung gewarnt haben. Die wollten raus aus diesen Schrottpapieren. Aber unsere oberste Risikokontrolleurin Madeleine Antonsek wurde von unseren eigenen Chefs aus Vorstandssitzungen geworfen. Das waren wirklich zwei getrennte Welten. Es gab den Handelssaal und die Chefetage oben im 31. Stock. Einer nach dem anderen wurden die Kritiker mundtot gemacht. Wenn man sich nicht auf die Seite des Königs und seines Gefolges stellte, wurde man einfach rausgedrängt. 2007 sitzt allein Lehman Brothers auf 126 Milliarden Dollar Schrottpapieren. Ein Berg Kreditmüll so groß wie die Wirtschaftskraft Neuseelands. Das war nur möglich, weil die US-Zentralbank nach den Anschlägen vom 11. September Lehman und den anderen Banken billiges Geld zur Verfügung gestellt hatte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Finanzhäuser stecken es in immer mehr Immobilienpapiere. Innerhalb von nur 3 Jahren verachtfacht sich so deren Menge. Dabei handeln sie sich immer mehr unsichere Hypotheken ein. Die Landesbanken in Deutschland stecken den Kopf in den Sand, als der Markt bergab geht. Auch die Manager in der Sächsischen Landesbank halten die Krise für vorübergehend. Aus dem US-Markt auszusteigen, hätte ihnen sofort Verluste eingebrockt. Das ist so, als wenn Sie Schiffbrüchiger im Atlantik sind und sagen, okay, tauche ich jetzt unter und hole einmal tief Luft, weil ich es sowieso nicht mehr schaffe, oder versuche ich weiter zu schwimmen. Die deutschen Landesbanken haben sich unter anderem darauf verlassen, was in den Prospekten stand. Natürlich haben die amerikanischen Investmentbanken getrickst. Das waren hochkomplexe Produkte, wo man auch Dinge so und so darstellen kann. Aber dennoch wäre es die Pflicht der Landesbanken gewesen, da genau hinzuschauen. Haben die Banken damals womöglich bewusst ihre Kunden über den Tisch gezogen? Das jedenfalls ist der Vorwurf der Verbraucherzentrale. Lehman zahlte überdurchschnittlich hohe Provisionen für die Vermarktung der Zertifikate. Ein Indiz dafür, dass die Bank unter Druck stand, die Papiere loszuwerden. Auffallend war auf jeden Fall, dass die Lehman-Zertifikate bis kurz vor Schluss aktiv verkauft worden sind und auch Verbraucher, die unsicher geworden sind und ihre Banken gegangen sind und nachgefragt haben, ob sie noch in den richtigen Papieren drin sind, denen wurde Sicherheit verkauft und gesagt, bleibt in den Papieren drin. So war es auch bei Thomas Walde. Am 8. September 2008, 7 Tage vor der Lehman-Pleite, sucht der Journalist das Gespräch mit seiner Bankberaterin. Er will die Zertifikate loswerden, die jetzt nur noch die Hälfte wert sind. Doch die Bankerin wiegelt ab. Walde vertraut seiner Beraterin. Ein letztes Mal. Halten, halten, halten. Also auf keinen Fall verkaufen. Hätten wir den Mist nur verkauft, wenn wir ihn noch überhaupt losgeworden wären, bei Lehman wahrscheinlich nicht. Nachträglich kann man sagen, es hat diese Warnhinweise gegeben. Man hätte viel rigoroser reagieren müssen darauf. Eine Woche später ist es zu spät. Am 15. September 2008 muss Lehman Brothers, die viertgrößte Investmentbank der Welt, Insolvenz anmelden. Die Finanzmärkte frieren ein.
Banken leihen sich untereinander kein Geld mehr. Die Börsen schmieren ab. 25.000 Menschen verlieren auf einen Schlag ihre Jobs. Dass ein global agierendes Finanzinstitut wie Lehman Brothers übers Wochenende verschwindet, das hatte man nicht vorhergesehen. Und dann trocknete in den nächsten 14 Tagen schrittweise, aber dann sehr ruckartig die gesamte Bankenliquidität im Markt aus. Die Liquidität ist so wie das Blut im Kreislauf und das verschwand allmählich. In Hamburg sieht das Ehepaar Walde im Fernsehen, wie die Bank, von der sie Zertifikate in Höhe von 45.000 Euro haben, pleite geht. Auf dem Kontoauszug steht plötzlich hinter den Papieren von Lehman Brothers 0 Euro. Ja, wie können Sie sich vorstellen, wie ein Gefühl ist, wenn plötzlich 15.000 Euro weg waren. Bei meiner Frau war es doppelt so viel. Also das zog ihnen den Boden unter den Füßen weg. Bis zum Mord und Totschlag geht es nicht. Aber dass man seinen Hass gegen die Bank, das Gefühl, dass man über den Tisch gezogen worden ist, dass man das auch fokussierte auf den Bankberater, das kenne ich schon. Nicht nur bei den Waldes in Hamburg, auch an der Wall Street macht sich nach dem Crash Panik breit. Die US-Regierung hat bei der Lehman-Pleite tatenlos zugesehen. Andere Pleitebanken hatte sie gerettet, zum Beispiel den halbstaatlichen Finanzierer Freddie Mac. Oder die Hypothekenbank Countrywide. Bis heute geben die Lehman-Banker der US-Regierung die Schuld für die Pleite. Lehman Brothers dachte wie jede andere Bank, dass sie von der Regierung gerettet würde. Die traurige Wahrheit ist, dass Lehman damals ausgewählt wurde, unterzugehen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Chef von Lehman Brothers und die Regierung sagt, okay, wir erschießen Sie, aber alle anderen dürfen weitermachen. Und die viel schlimmeren Jungs, die richtig schlimmen Jungs, Fannie Mae, Freddie Mac, Countrywide, bis zur Halskrause verschuldet, kommen einfach davon und werden vergessen. Es ist korrupt. Der Markt sollte entscheiden, wer gewinnt oder untergeht. Wir leben im korrupten Kapitalismus. Die Banken liegen mit der Regierung im Bett. Es ist ekelhaft. Eins ist für mich klar. Wenn es nicht Lehman Brothers gewesen wäre, dann eben eine andere Bank. Das System war zu dem Zeitpunkt schon so verrottet, man hätte es nicht sofort als Ganzes heilen können. Hat Lehman alles getan, um sich selbst zu retten? Nein. Ich glaube, sie haben verleugnet, wie groß ihre Probleme wirklich waren. Sven Petersen erlebt damals hautnah bei der Sächsischen Landesbank, wie der internationale Geldkreislauf plötzlich einfriert. Die US-Investmentbanken stellten ihnen von einem Tag auf den nächsten keine Refinanzierungsmittel mehr zur Verfügung, sodass das massive Enttäuschung, Täuschung, Desillusionierung war, dass frühere verlässliche Geschäftspartner sich sofort von einem abwenden, obwohl man jahrelang zusammengearbeitet hatte. Es war damals sogar das Gerücht im Markt, dass die Händlertische in London und in den USA die Anweisung bekommen hatten, deutschen Landesbanken keine Dollar mehr zu verkaufen. Die Vertrauenskrise lähmt den Finanzsektor. Die größte deutsche Bank, die vom Strudel der Lehman-Pleite mitgerissen wird, ist die Münchner Hypo Real Estate, HRE. Um die strengen deutschen Kontrollen zu umgehen, hatte der DAX-Konzern in Irland eine Bank gekauft. Genau wie im Film bricht das der HRE nun das Genick. Ihre irische Bank hat sich in den letzten 2 Jahren ausschließlich über kurzfristige Kredite finanziert. Und jetzt kriegt sie keine Kredite mehr. Und das reißt uns in den Abgrund. Der Abgrund gehört dazu, oder? Sind die verhoben, Helmut? Deutsche Banken haben Irland für Geschäfte benutzt, bei denen sie versucht haben, Risiken und Positionen, die sie eingegangen sind, zu verbergen. Man braucht kein Eigenkapital, die Aufsicht hat nicht richtig reingeguckt und die Bilanz wurde nicht aufgeblasen. Man konnte also riesige Räder drehen mit hohem Gewinn, ohne dass es irgendjemand wirklich gemerkt hat. In letzter Minute einigen sich Finanzminister Steinbrück, deutsche Bankchef Josef Ackermann und BaFin-Chef Jochen Zanio auf ein Rettungspaket. Der Staat pumpt Milliarden in das marode Geldhaus, denn es ist systemrelevant. Systemrelevant heißt, dass eine, in diesem Fall eine Bank, so groß ist, dass
wenn sie ins Wanken gerät, sie damit das ganze System ins Wanken bringen kann. Das heißt, es setzt vereinfacht voraus eine gewisse Größe der Bank, aber insbesondere eine Vernetztheit mit dem Rest des Finanzsystems. Ohne Rettung der HRE droht Panik. Das weiß auch die Finanzbranche und setzt dem Staat die Pistole auf die Brust. Er soll einen Großteil der Rettungskosten schultern, während die Banken kaum zahlen wollen. Jochen Sanyo war damals Chef der BaFin, der höchste Finanzaufseher. Nach Lehman war natürlich die Situation weltweit eine extrem angespannte. Das heißt, ganze Bankensysteme standen unter Druck. Es wäre völlig falsch anzunehmen, nach Lehman hätte nur die Hypo Real Estate Gruppe unter Druck gestanden. Es war eine Situation, die war unbeschreiblich. Ein Zusammenbruch des Finanzsystems hätte die gesamte Wirtschaft in den Abgrund gerissen. Für Jörg Asmussen, damals Staatssekretär im Finanzministerium, ist klar, zur Rettung der HRE mit Staatsgeldern gibt es keine Alternative. Es ist Aufgabe des Staates, eben die Stabilität des ganzen Systems sicherzustellen. Das heißt, es können einzelne Banken untergehen, aber das muss man dann so machen, dass man dabei keine Schockwellen im ganzen System auslöst. Das ist eigentlich wie bei einem Dominospiel, wenn ein Stein fällt, droht dieser Stein den nächsten zu kippen und so weiter. Man muss eben versuchen, die Hand dazwischen zu kriegen, damit diese Kette nicht weiter umfällt. Es ist die große Ironie der Finanzkrise. Erst hat die Politik den Banken geholfen, in den US-Markt zu investieren. Sie brachten damit das System ins Wanken. Nun müssen Steinbrück, Asmussen und andere Feuerwehr spielen. Zur Rettung der Banken ruft die Regierung einen Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung ins Leben, kurz SOFIN, eine Art Schattenhaushalt. Nun können die maroden Geldhäuser drei Möglichkeiten nutzen. Erstens, sie bekommen direkte Finanzspritzen. Zweitens, der Staat übernimmt milliardenschwere Bürgschaften für die Geldhäuser und ihre faulen Papiere. Drittens, die Banken lagern ihren Bilanzschrott komplett in Sondermülldeponien aus, für die der Staat haftet, sogenannte Bad Banks. Die Verluste bleiben beim Steuerzahler. Die Banken beteiligen sich selbst nicht an der Rettungsaktion, obwohl sie und ihre Aktionäre finanziell davon profitieren. Es gab viele Alternativen. Man hätte die Banken verstaatlichen können, sogar müssen. Im Mutterland des Kapitalismus in Amerika hat man das in vielen Fällen gemacht. So haben wir vor allem die Bankeigentümer, also die Reichen, geschützt auf Kosten des Steuerzahlers. Letztlich kann man sagen, dass die Politik bei der Bankenrettung von den Banken über den Tisch gezogen wurde. Auch bei der HRE muss der Staat nach dem ersten Hilfspaket immer neue Finanzlöcher stopfen. Der drohende Kollaps steigert die Panik immer weiter. Erst ein Versprechen auf allerhöchster Ebene sorgt für Beruhigung. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Das war in der Tat eine Maßnahme, um das Vertrauen bei den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern herzustellen. Dass eben das Geld, das sie auf der Bank haben, dass das auch sicher ist. Man hatte Tage vorher den Eindruck gewinnen müssen, dass beispielsweise Leute in die Bank gekommen sind, ihr Geld einfach abgehoben haben. Es haben auch Leute sind in die Bank gekommen und haben sich ihr Geld zeigen lassen und haben es dann wieder dagelassen. Sie wollten nur wissen, ob es noch da ist. Die Banken werden gerettet, die Privatanleger nicht. Und noch schlimmer, die Bürger müssen mit ihren Steuergeldern die Geldhäuser retten, die sich mit fragwürdigen Geschäften verzockt haben. Weltweit packt viele Menschen deshalb die Wut. Der Begriff Banker wird von einer Berufsbezeichnung zum Schimpfwort. Millionen Menschen gehen auf die Straße. Besonders stark sind die Proteste in Amerika. Der Frust entlädt sich in Gewalt. Der Spielfilm greift die Stimmung in Deutschland auf. Kleinanleger, was ist mit den Fonds? Was ist mit Ihrer sozialen Verantwortung? Herr Träger! Selbstjustiz aus totaler Verzweiflung, das hat es wirklich gegeben. Das zumindest wird Gerhard Fleischner vorgeworfen. Der Arzt hat seinem US-Finanzberater James Amburn $300.000 zur Anlage anvertraut und später nichts mehr von ihm gehört. Im Juni 2009 spüren ihn zwei Rentner, die ebenfalls bei Amburn viel Geld verloren haben, in Speyer auf. Kurz bevor er sich erneut aus dem Staub machen kann, entführen sie ihn. Sie wollen ihr Geld zurück. Die zwei Rentner rufen die Fleischners an.
Man kennt sich aus der deutschen Gemeinde in Florida. Doch das Ehepaar Fleischner weiß angeblich nichts von einer Entführung. Sie bringen Kuchen mit zum Gespräch im Haus von Roland Kasper. Als der Kasper den Embern aus dem Keller holte, kam der Embern auf mich und meine Frau zu, hat uns die Hand gegeben, hat die Hand geschüttelt. Der hat nicht gesagt, helft mir, ich bin entführt worden. Oder der war auch nicht gefesselt und so. Der war frei. 4 Tage später stürmt die Polizei das Haus von Roland Kasper. Die Fleischners werden festgenommen. Bis heute beteuern sie, nichts von der Entführung gewusst zu haben. Warten auf das Urteil. 4 Rentner sollen ihren Anlageberater entführt haben. Dabei soll der Entführte mit einer Pistole eingeschüchtert worden sein. Im März 2010 wird die Rentnergang zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Das Ehepaar Fleischner sieht sich als Justizopfer. Laut den Medien war ich ein Entführer, die ihren Banker entführt haben. Und es waren 80% Zustimmung. Es standen auch da draußen, als ich nach Hause kam, Blumen vor der Haustür. Seit der Gerichtsverhandlung ist ihr Berater wieder abgetaucht. Die $300.000 haben die Fleischners bis heute nicht wieder. Viele Anleger wie die Fleischners sind betrogen worden. Ein Senatsausschuss in Washington findet im Frühjahr 2010 heraus, auch Goldman Sachs und Deutsche Bank verkauften Kunden wie der deutschen Mittelstandsbank IKB Schrottpapiere, als der Markt bereits drehte. Stupid Germans in Düsseldorf heißt es damals an der Wall Street. Elise Bean hat diesen Fall mit aufgeklärt. Die haben ihren Kunden das Geld aus der Tasche gezogen. Sie haben Produkte, in denen faule Papiere steckten, gezielt an ihre Kunden abgedrückt und dann auch noch hinterrücks gegen sie gewettet. Wir haben 2 Jahre ermittelt. Wir haben 50 Millionen Seiten gesichtet. Aber egal, wie viele Beweise wir vorlegten, wie viele ihrer eigenen E-Mails wir ihnen zeigten, Goldman Sachs hat einfach alles abgestritten. Ein Manager nannte es ein beschissenes Geschäft. Trotzdem wurde den Verkäufern gesagt, verkauft es mit Hochdruck. Wie finden Sie es, Papiere zu verkaufen, die Ihre eigenen Leute für Mist halten? Stört Sie das? Naja, das ist eine hypothetische Frage. Nein, das ist Fakt. Ich weiß nicht. Wir haben es heute gehört. Naja, wir haben es heute gehört. Das ist ein beschissener Deal. Das ist Müll. 4 oder 5 Beispiele. Was sagen Sie dazu? Es gibt eine Menge Meinungen, wie sich Papiere entwickeln. Ich habe 15 Jahre im Senat verbracht. Das war die außergewöhnlichste Anhörung in dieser ganzen Zeit. Niemals sonst hat eine so große, respektable Institution der Finanzwelt einfach die Fakten abgestritten, ihre eigenen Worte verleugnet, was sie getan haben. Goldman Sachs hat nicht einen Funken Reue gezeigt. Alles, was sie interessiert hat, war das Geld. Sie haben Milliarden kassiert, während alle anderen ihr letztes Hemd verloren haben. Ich glaube, sie haben sich gut dabei gefühlt. Es ging nur um den Profit. Das hat diese Krise angetrieben. Auch in Deutschland beginnt 2 Jahre nach dem Crash die Suche nach den Verantwortlichen. Staatsanwalt Nils Bousset klagt in Düsseldorf IKB-Chef Ort Seifen an. Wir haben wohl untersucht, kann man ihm daraus, dass er beteiligt war an diesen Investments in solche Wertpapiere, einen Vorwurf machen. Aber die IKB hat das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben. Am Ende wird Ort Seifen wegen vorsätzlicher Marktmanipulation verurteilt. Kurz vor der Rettung der IKB durch den Staat täuschte er die Anleger über den wahren Zustand der Bank. Doch dafür, dass er sie überhaupt an den Abgrund führte, muss er nicht gerade stehen. Er hat zu für uns entscheidenden Punkten geschwiegen. Wir haben das genannt, beredtes Schweigen. Wenn man einem Bankvorstand nachweisen kann, dass er unvertretbare Risiken eingegangen ist, das ist bedingter Vorsatz. Aber das einem Manager nachzuweisen, ist ungeheuer schwer, wenn nicht unmöglich. Dass Stefan Ort Seifen im strafrechtlichen Sinne unvertretbare Risiken eingegangen ist, konnte nicht festgestellt werden. Überall das Gleiche. Verurteilen für die Pleiten kann man die Verantwortlichen nicht. Auch Sven Petersens alte Chefs von der Sachsen-LB stehen derzeit vor Gericht. Er überwacht inzwischen für den Freistaat Sachsen die Schrottpapiere, die seine Bank damals kaufte. Und versucht, das verlorene Geld zurückzuholen, auch in Prozessen gegen die Investmentbanken.
Ich bin definitiv im Gerichtssaal mehrfach knallhart angelogen worden. Goldman Sachs, die Deutsche Bank oder Morgan Stanley sind in den USA durch öffentliche Ermittlungsbehörden verurteilt worden, weil sie betrogen haben. Obwohl dieser Fakt öffentlich bewiesen ist, wird es mitunter geschafft, durch Abweisung der Klageberechtigung, dass man hierfür Schadensersatzansprüche geltend machen oder durchsetzen kann. Wie viel die Bankenrettung gekostet hat, wird der Steuerzahler wohl erst in Jahrzehnten erfahren. So lange dümpeln die faulen Papiere in den sogenannten Bad Banks. Die verkaufen die Papiere, falls sie sich erholen. Je nachdem, wie sich die Kurse entwickeln, macht der Staat mehr oder weniger Verlust. Bisher fällt die Bilanz verheerend aus. Um die Banken zu retten, gab die Regierung einigen Kreditinstituten kräftige Finanzspritzen. Frisches Kapital in Höhe von über 31 Milliarden Euro. 8 Jahre nach der Finanzkrise haben die Banken gerade einmal die Hälfte davon zurückbezahlt. Rechnet man die Bürgschaften des Staates sowie das Geld, das in den Bad Banks steckt, hinzu, dann steht der deutsche Steuerzahler bis heute mit insgesamt 225 Milliarden Euro für die Bankenrettung gerade. Um solche Milliardenverluste künftig zu vermeiden, müssen die Banken nun mehr eigenes Kapital für ihre Geschäfte vorhalten. Doch die Regeln sind manchen Experten immer noch zu lasch. Aus der Tatsache, dass in der Finanzkrise die Politik von der Finanzbranche erpresst wurde, haben wir nichts gelernt. Die Banken sind tendenziell noch größer geworden, die Politik ist noch schwächer geworden. Die modernen Banken haben zu wenig Eigenkapital, verleihen zu viel Geld. Mehr Eigenkapital wäre eigentlich das Allerwichtigste, was man tun müsste. Kapitalismus lebt vom Kapital, lebt von der Haftung. Das müssen wir wiederherstellen. Für Privatanleger wie Thomas Walde keine guten Nachrichten. Er als geprellter Kunde kann nicht nachweisen, dass die Banken die Risiken der Zertifikate, den möglichen Totalverlust, verschwiegen haben. Der ehemalige Journalist will das nicht hinnehmen und demonstrierte vor seiner Filiale. Man hat ja so das Gefühl, man kann nichts tun. Ich kann ja nicht einen Bankraub machen in der Innenstadt, in meiner Citibank-Filiale und mir das Geld auf diese Weise wiederholen, obwohl man es eigentlich gerne getan hätte. Es dauert nicht lange, bis sich eine Gruppe von Lehman-Opfern gründet. Schnell ist die Interessengemeinschaft 147 Personen stark. Die Summe all ihrer Verluste beträgt 3,6 Millionen Euro. Je mehr man unternahm, je aktiver man wurde, umso besser ging es einem auch. Auch mit diesen Aktionen. Ich meine, ich habe manches mitgebracht noch aus meiner Studentenzeit. Da war Demonstrieren Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre war normal. Insgesamt sind in Deutschland 40.000 Anleger von der Bankenkrise betroffen. Etwa 700 Millionen Euro verlieren deutsche Privatanleger allein durch die Giftpapiere von Lehman. Die meisten haben zwischen 10.000 und 50.000 Euro investiert. Wie versuchen die Banken, das Vertrauen ihrer Kunden wiederzugewinnen? Wir schicken einen Lockvogel zu einem Bankentest. Damals waren die Zertifikate vor allem zu kompliziert. Bankkunden verstanden daher die Risiken nicht. Da hat der Gesetzgeber darauf geantwortet mit Produktinformationen. Jetzt muss man auf 2-3 Seiten erklären, was das für ein Produkt ist. Da rechne ich damit, dass diese heute auch ausgehändigt werden. Allerdings löst das das Problem nicht, denn Produktinformationen heißt ja nicht, dass die Beratung automatisch besser wird. Unsere Legende? 62.000 Euro sollen sicher, aber mit guter Rendite angelegt oder eine Immobilie gekauft werden. Unser Lockvogel testet 3 Banken. Nur eine hat ein Beratungsprotokoll erstellt und die Informationsblätter ausgehändigt. Alle Institute haben ausschließlich eigene Produkte empfohlen, die zwar sicher sind, aber versteckte Kosten enthalten. Das ergibt die spätere Auswertung. Natürlich geht der Berater auf die ein oder andere Zahl ein und erklärt auch das eine oder andere. Aber das Kleingedruckte, darauf ist er natürlich nicht eingegangen. Sei es jetzt aus Zeitgründen oder sei es aus taktischen Gründen. Ja, also wie, dass ich 2000 Euro im Endeffekt quasi zahlen müsste, das war mir jetzt so nicht klar. Nicht nur das. Auf Anfrage nach Alternativen hat ein Berater vermeintlich sichere VW-Aktien empfohlen. Also wenn ich die Aussage höre, dass der Berater gesagt hat, Volkswagen wird ja niemals pleite gehen, das sei vielleicht auch noch eine Option, dann kann ich nur sagen, Thema verfehlt. Denn die Geschichte lehrt uns, dass auch große Unternehmen pleite gehen können. Nach dem Kollaps schreibt die Regierung zum Schutz von Kleinanlegern den Banken Auflagen vor. Damit Kunden vor Falschberatung geschützt sind, ein Beratungsprotokoll.
und ein zweiseitiges Produktinformationsblatt, welches das Finanzprodukt verständlich erklären soll. Doch die eingeführten Schutzmaßnahmen gehen nicht weit genug, sagt Verbraucherschützerin Dorothea Mohn. Das Hauptproblem sei die Provision, denn Bankberater seien schon lange keine Berater mehr, sondern Verkäufer. Dabei wäre eine Lösung wie in den Niederlanden oder Großbritannien ganz einfach. In beiden Ländern herrscht eine hohe Zufriedenheit mit dem Provisionsverbot. Die Produktqualität hat sich verbessert, die Beratungsqualität hat sich verbessert. Ich meine, dass sich Deutschland hieran ein Beispiel nehmen muss. Fast 8 Jahre nach der Lehman-Pleite treffen sich die Hamburger Opfer regelmäßig in ihrem Stammlokal. Und moin an alle. Ein Großteil der Betrogenen hat mittlerweile einen Vergleich geschlossen. Im Schnitt zahlen die Banken 30% des Verlustes zurück. Als wir das endlich hinter uns hatten, dieses ganze Problem, haben wir ein Freudenfeuer im Garten gemacht. Ja, die Unterlagen sind weg und wir sind auch froh. Thomas Walde hat mit seiner Bank keinen Vergleich geschlossen. Stattdessen stellt er einen Antrag auf die Insolvenzmasse von Lehman Brothers. Ungefähr 50% seines Geldes hat er bis jetzt wiederbekommen. Trotzdem, sein Vertrauen zu den Banken ist nachhaltig gestört. Da hat sich nichts geändert. Und insofern gehe ich nach wie vor mit einem aggressiven Gefühl in die Bank. Das will ich mir auch erhalten, weil ich nicht wieder so dämlich sein will, auf irgendetwas reinzufallen. Und ich weiß, wenn ich nicht nachdenke und nicht skeptisch bin, absolut skeptisch, werde ich dort wieder über den Tisch gezogen. Was haben die Verantwortlichen aus der Finanzkrise gelernt? Ist die Welt gewappnet für einen neuen Crash? Fest steht, es wurden neue Regeln für die Finanzmärkte eingeführt. Dennoch kann man nie ausschließen, dass es zu neuen Krisen kommt. Weil es ein bisschen so, wenn Sie irgendwo einen Deichbruch haben, dann bauen Sie an der Stelle den Deich höher. Und wenn Sie Pech haben, kommt das Wasser das nächste Mal von der anderen Seite oder der Wind. Wir brauchen eine Bankenaufsicht, die enorm flexibel, enorm lernfähig auf neue Entwicklungen, neue Risiken eingeht. Wir brauchen eine sehr unabhängige, sehr starke Bankenaufsicht. Und wir müssen uns fragen, ob wir die heute haben. Die Welt hat in den Abgrund geschaut. Die Banken haben Milliardenstrafen gezahlt. Verurteilt wurde von den Verantwortlichen bislang keiner. Ich kann keinen Kulturwandel an der Wall Street erkennen. Der Profit bestimmt weiter alles. Ich mache mir Sorgen, wenn ich sehe, wie die Aufseher attackiert werden. Ich sorge mich, wenn ich sehe, wie Banken und ihre Helfer neue Regeln vor Gericht zu Fall bringen. Und ich befürchte, dass sie wirklich ihre Lektion nicht gelernt haben. Die Sorge ist womöglich berechtigt. Denn eins hat die Finanzkrise gezeigt. Die Banker waren den Politikern immer einen Schritt voraus.